herzlich willkommen heute wieder zum Losung und Lehrtext. Es ist eine besondere Zeit, weil es nicht um menschliche Weisheit und menschliche Werte geht, sondern um Gottes Weisheit und Gottes Werte. Und die finden wir nur in und aus seinem Wort. Und wenn es Gottes Geist uns offenbart. Gott hat sich ja schon längst geoffenbart. Es gibt immer wieder Menschen, die sagen, ja, wenn Gott sich mir vorstellt, dann glaube ich an ihm. Und dann werde ich auch ihn ernst nehmen. Aber bis das soweit ist, will ich mit ihm nichts zu tun haben. So oder so ähnlich haben schon Menschen mal mir ihre Weisheiten kundgetan. Nun, dass Gott sich vorstellt, das tut er ja tagtäglich eigentlich. Ne? Schon alleine in der Schöpfung. Paulus sagt das im Römerbrief sehr eindeutig. Ne? Denn das, was man von Gott erkennen kann, hat er ihnen geoffenbart durch das Werk seiner Hände. Also alles, was wir wahrnehmen durch die Sinnesorgane, die übrigens er uns auch gegeben hat, da hat er schon uns eigentlich und einen Verstand zu erkennen, das muss doch irgendjemand geben, der das alles zusammen konstruiert hat. Denn es ist eigentlich unmöglich, dass aus nichts und ja, also aus Zufall da plötzlich das alles entsteht, das ganze Universum und bis zu den komplexesten Organismen. Und der Mensch ist sicherlich einer dieser ganz komplexen Organismen, ja. Also Gott offenbart sich jeden Tag und das tut er auch heute durch sein Wort. Und schauen wir uns das noch einmal an heute im Lehrtext. Da heißt es, schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Psalm 51, Vers 12. Was für ein Wunsch, ne? Der Wunsch nach einem reinen Herzen. Also war wahrscheinlich dem Psalmist, als er das niedergeschrieben hat, auch bewusst, dass sein Herz ihm nicht rein ist. Was macht denn das Herz unrein? Nun, ich glaube, dass das eigentlich gar nicht so schwer ist zu beantworten. Was das Herz, also unser Wesen, unsere Persönlichkeit befleckt, ist einfach Schuld und Sünde. Die ist es, was uns eigentlich unrein macht. Und damit letzten Endes auch unfähig und unmöglich, dann in der Ewigkeit bei unserem Gott und Vater und Schöpfer, der vollkommen rein und heilig ist und ohne Sünde und ohne irgendein ein Flecken, ein Negativen, dass er dass es unmöglich ist für uns dann in seiner Gegenwart existieren zu können. Also mit einem unreinen Herzen ist es unmöglich, mit Gott echte Gemeinschaft zu haben. Und das hat der Psalmist begriffen und erkannt. Und darum dieses Gebet, ein ganz ein wichtiges und wertvolles Gebet, um so ein Herz zu bitten. Und er hat ja diese Bitte auch dann erweitert nach was war das, einem beständigen Geist. Da war ihm wahrscheinlich auch bewusst, dass er manchmal sehr unbeständig ist, mal ja, mal nein, mal könnte oder könnte ich nicht und so, ne? Aber wenn es um Gott und sein Wort geht, da sollte man beständig sein und nicht daran zweifeln und ja, stimmt das denn? Ist das wirklich Gottes Wort? Ist das wirklich die Wahrheit, ne? Also wenn jemand an Gott zweifelt, dann ist er wie einer, der hin und her geworfen wird von jedem Wind der Lehre, wie es ja auch in der Schrift einmal dezidiert formuliert wird. Ne? Also diese Bitte um einen beständigen Geist ist auch ganz wesentlich, damit man einfach festhält am Wort. Gott hat es gesagt und so ist es. Ob ich es begreife, ob ich es verstehe oder einordnen kann, das ist für mich zumindest sekundär. Es gibt so viele Dinge, die ich nicht verstehen kann und trotzdem akzeptiere ich sie und nehme sie in Anspruch. Ich verstehe nicht in Wirklichkeit, wie manches funktioniert und nimm es in Anspruch, ne? Wer weiß schon, wie ein Flugzeug funktioniert, ne? Also wer kennt sich aus in der Aerodynamik? Natürlich gibt's einige, aber es gibt viele, die
wie ich, die da sehr minimales Wissen dazu haben. Und wenn wir in ein Flugzeug oder in ein Fahrzeug einsteigen, dann wissen wir, ja, das funktioniert, aber wie, das wissen wir nicht, ja. Und dennoch nehmen wir das in Anspruch. Aber gerade bei der Gottesfrage, da wollen so manche ganz, ganz kritisch sein. Und erst wenn sie es wirklich 100% begreifen und einordnen können, dann wollen sie auch sagen, ja, dann glaube ich. Dann braucht man ja nicht mehr glauben eigentlich. Ne? Ja, also diese Bitte um ein reines Herz und einen beständigen Geist ist etwas ganz Wesentliches und Wertvolles. Im Lehrtext, da ist der Apostel Paulus, der dem Timotheus in seinem Brief schreibt, da schreibt er, das Ziel aller Weisung ist die Liebe, die aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben kommt. Also das Ziel aller Weisung ist die Liebe, die aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben kommt. Also das Ziel aller Unterweisung, wir werden ja ständig auch unterwiesen, gelehrt und belehrt, aber oft sind die Motive etwas, ja, menschlich, selbstsüchtig sogar, ne? Aber eigentlich soll das Ziel der Unterweisung sein, die Liebe. Und zwar die reine, die ungeheuchelte Liebe, die von einer völlig anderen Qualität ist, als wie das, was wir heutzutage unter Liebe vorstellen. Ne? Für viele ist Liebe einfach oft ein Begriff für Erotik und so. Ne? Aber was wirkliche Liebe ist, wird uns auch in der Bibel erklärt. Gott ist die Liebe zum Beispiel. Und das hat er ja bewiesen, indem er das Wertvollste, Köstlichste, was er in seinem Wesen beinhaltet, nämlich seinen Sohn, den hat er in die Menschheit gesandt, um Mensch zu werden, um die Schuld und Sünden auf sich zu nehmen, damit wir von Schuld und Sünde frei werden. Und ich glaube, die Liebe Gottes wurde am stärksten und am massivsten zum Ausdruck gebracht, als Jesus am Kreuz unsere Schuld, deine und meine, ertragen, getragen und beglichen und bezahlt hat. Und diese Liebe, die kriegen wir nur, wenn wir selber uns Jesus öffnen. Und durch seinen Geist, der dann in unser Leben kommt, werden wir wirklich umgestaltet, umgeändert, sogar zu so einer Kapazität fähig, wie Jesus einmal gesagt hat in der Bergpredigt, dass wir sogar die Feinde lieben sollen. Also da sprengt jede menschliche Kapazität und Fähigkeit, meiner Meinung nach. Man kann Feinde vielleicht tolerieren, aber lieben? Also da brauche ich eine völlig, völlig, völlig andere Qualität an Liebe, nämlich die göttliche Qualität. Und die kriege ich nur dann, wenn Jesus auch mein Herr und Heiland wird. Und das geschieht nur dann, wenn ich bereit bin, im Glauben, in einem ungeheuchelten Glauben zu ihm komme und sage, Herr, ich brauche dich. Ich brauche deine Gnade. Ich brauche das, was du mir gibst. Und ich kenne keinen Mensch, der mit dieser Herzenseinstellung sich Jesus geöffnet hat, der dann enttäuscht wurde und wieder leer weggegangen ist. Und darum die Einladung heute. Falls du noch nicht wirklich zu Jesus gehörst und er dein Herr und Erlöser ist, dann lädt er dich ein. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und demütig mit ganzem Herzen. Was für ein Herr und Heiland. Ja, herzlichen Dank auch wieder heute, dass du dir die Zeit genommen hast, dabei zu sein. Und vielleicht kannst du auch diese Kurzbotschaften weiterleiten.
eventuell werden sie jemanden anderen eine Ermutigung sein, um sich wirklich auch Jesus anzuvertrauen. Also, Gottes Segen und seinen wunderbaren Schutz für dich auch heute. Servus.